I'm sure you've seen the primitive technology construction videos. Those are also almost certainly fake. They told us that they were making around over $10,000 US per month. Jetzt kommen ein paar Sachen, die man logischerweise mitten im tiefsten Dschungel braucht. Eine Rutsche, einen Pool, ein Piratenschiff, eine Burg, noch ein Pool, nur diesmal unterirdisch, eine gigantische Toilette und ein Krokodil? Oder ist die Toilette dann doch krasser als das Krokodil? Jedenfalls... Hier sind schon wieder die beiden Typen am Start, die zusammen absolut den Boden verprügeln. Und weil ein Kanal so erfolgreich war, ist das ganze Internet jetzt voll mit diesen Kanälen. Raphael, zähl doch mal auf. Primitive Tool, Primitive Unique Tool, Primitive Survival, Jungle Survival, Survival Builder und Mr. Fu. Gesundheit. Alles klar, danke schön. Die dürfen keinen Hammer benutzen, keine Axt. Keine Schaufel. Und so viele von euch wollten, dass wir mal ein Video dazu machen. Denn es gibt ja schon länger düstere Gerüchte. Und das ist nichts, was zwei Kids einfach mal mit so einem kleinen Stock ausheben müssen. Weil irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass der das einfach alles alleine macht, Mann. Und auch wir haben Fragen, denn wo bitte spricht man diese Sprache? Also, außer bei den Sims. Und seit wann liefert Louis Vuitton eigentlich in den Dschungel? Sind die wirklich mitten im Dschungel und bauen sie das alles mit ihren eigenen Händen? Wir haben da begründete Zweifel. Und in diesem Video gibt es exklusive Enthüllungen. It wasn't really in the middle of the jungle. It was a location near the Mekong River, about 2.5 hours out of the capital city. Hi, wir sind Kim und Robert und wenn ihr uns mit Glocke abonniert habt, postet diesmal bitte den Hashtag Schummelcamp in die Kommentare. Wir schalten weiter zu unserer best und einzigen Archäologin Kim, die heute zu Forschungszwecken tief im asiatischen Dschungel steckt. Kim, wo bist du genau? Ja, Robert, ich bin mitten hier im... mitten im Urwald bin ich hier, ne? Sorry, ist ein bisschen viel Smog hier. Es ist ganz schön laut auch bei dir, liebe Kim. Ja. So ist das halt im Urwald. Naturbelassen. Ja, naturbelassen. Kim, du wolltest ja mal für uns rausfinden, wie echt diese ganzen Dschungelvideos eigentlich sind, ja? Und hast dich mal auf die Suche gemacht. Lass uns doch diese Videos mal durchgehen. Das geht ja immer damit los, dass zwei random Dschungelleute durch den Dschungel laufen, auch so ein bisschen random, und dann finden sie random so eine Stelle, an der sie ein Loch buddeln. Random. Ja. Professionality out. Nur mit einem Stock und dann wird der Sand da so mit bloßen Händen aus dem Loch geschmissen. Hast du bei deinen Ausgrabungen und deinen Nachforschungen denn Hinweise auf die Bauart dieser doch als prähistorisch zu bezeichnenden Bauwerke gefunden? Oh ja, Robert, nicht nur das. Ich habe hier sogar Sachen gefunden, die kannst du als prähistorisches Werkzeug bezeichnen. Ja, fast fossil. Schau mal, hier sind Spuren eines sogenannten Baggers, ja, Bagger. So nannten das die Menschen im Jahr 2021. Wir glauben ja, dass hier antike Götter und Geister im Spiel waren. Und diese Aufzeichnung belegt es, wie unsere beiden Naturburschen, die flicken im Vordergrund eine Wasserleitung zusammen. Und im Hintergrund, da sehen wir den Geist in einem weißen T-Shirt. Er buddelt einfach für die Jungs weiter. Einer dieser Kanäle ist ja mal gefragt worden, sag mal, wie lange braucht ihr denn eigentlich dafür? Und er hat dann geantwortet, ja, so etwa so einen Monat. Fand ich ganz interessant. Ich wage das zu bezweifeln, liebe Kim. Was konntest du denn über die Bauphase herausfinden? Ich zeig dir hier mal ein Beispiel. Hier hackt ein Typ einen Termitenhügel auseinander und schleppt den Brocken in seinen bald entstehenden Pool und haut da so lange mit seinem Stock drauf rum, dass nach einem Schnitt feinstes Pulver entsteht. So wie Zement halt. Krass, oder? Ja, ja, krass. Und ich, Idiot, habe mir eine teure Kaffeemaschine gekauft, die den Kaffee so malt. Ich hätte auch mal mit einem Stock drauf rumkloppen können. Ach Mensch, Kim, man kommt auf die einfachsten Sachen, kommt man nicht. Schauen wir uns nochmal so einen primitiven Prozess an, ja? Hier ist der Termitenhügel zufälligerweise ganz in der Nähe der Baustelle. Und hier wird fachmännisch abgebaut, liebevoll und akribisch wird er dann zermahlen, dieser Termitenhügel. Und schon ist echter Zement daraus geworden. Ich bin ganz fasziniert, liebe Kim, denn auch die Farbe hat sich ja geändert. Hier aus dem braunen Termitenhügel-Lehm ist grauer Zement geworden, ja Mensch. Robert, die legen hier einfach eine Effizienz an den Tag, ne, diese Einheimischen. Das ist so, so, so faszinierend, ja? Dieses kleine Stück Termitenhügel, das reicht für den kompletten Pool. Schau es dir an, der Pool ist fast fertig, aber im Hintergrund sieht man ganz deutlich, nur ein kleines Stück wurde rausgebrochen. So viel Zement steckt in so einem kleinen Brocken. Ich bin begeistert. Ja, und so viel Präzision steckt in dieser kleinen Axt. Guck mal, wie gut der ganz präzise ganz viele Bambusstäbe hacken kann. Eine Axt und ein Mensch, der
alle diese Stämme gehackt hat. Super. Moment, kann ich das nochmal sehen? Als er die Axt da benutzt, da sehen wir doch eine Schnittstelle. Die ist überhaupt nicht glatt. Zumindest nicht so glatt wie diese Stelle hier. Ach komm, als nächstes erzählst du mir noch, dass diese Vase hier, die gerade in die Wand gedrückt wird, ja, dass aus der gar kein Wasser kommen kann. Nee, man sieht es ja hier eindeutig. Die Vase, die hat einen Boden und es gibt ja offensichtlich auch keinen Wasseranschluss in der Grube, denn der haut ja hier erst sein Loch in die Wand. Ja, und später kommt dann aus der Vase Wasser. Ist doch total logisch. Genauso logisch wie diese magische Pflanze hier. Diese Pflanze färbt die Hände grün und deshalb kann man ja auch seinen Pool damit grün färben. Warum wird die eigentlich so hellgrün an diesen Stellen? Das ist doch nicht das Grün, das von der Pflanze kommt. Hat da jemand mit Farbe nachgearbeitet, liebe Kim? Robert, lirum larum, bin ich Architekt oder was? Oder Innenarchitekt oder Maler und Lackierer oder wie? Was ich hier gefunden habe, ich bin ja Fake-Forscherin, ein Huhn. Und dieser Mann hat es gejagt und gefangen und kommt damit so richtig schön tadellos gerupft aus dem Dschungel raus. Leben Hühner im asiatischen Urwald? Offensichtlich. Schreibt's mal in die Kommentare, wenn ihr das wisst. Oder schreibt's nicht in die Kommentare, aber legt ein Ei in die Kommentare. Da freut sich mein innerer Vegetarier doch. Ja gut, aber Fisch isst du ja auch. Und da habe ich hier ein ganz tolles Video für dich. Ne? Da wird ein Fisch gefangen, indem wir einen Pfeil auf den Bogen legen, den Bogen anspannen und tschuss und vor allen Dingen auch Schnitt. Und dann haben wir den Fisch am Pfeil. Kim, jetzt mal ganz ehrlich, ich habe langsam meine Zweifel, ob du wirklich im Dschungel bist. Jetzt hau mal raus, wo bist du? Robert, hör doch mal genau hin, wie ursprünglich dieser Urwald klingt. Ah, da, ich hab's gehört. Ja, das ist ein ganz primitives Geräusch, das hier klingt. Ja, wir hören's noch mal. Robert, hast du es gehört? Es ist ein ganz seltener Fiat Panda. Es ist ja fast artengeschützt. Was wir außerdem sehen, ein weiteres Zeichen einer antiken Zivilisation. Sie nannten es damals, glaube ich. Und hier, ganz am Rande des Bildes, ist das ein primitives Urwalddorf? Es ist auf jeden Fall ein Zeichen einer längst vergangenen Zivilisation. Auch da sehe ich es. Ich glaube, Menschen im Jahr 2021 nannten es Ferienhäuser. Und wenn du ganz genau hinhörst, dann hörst du jetzt auch den Ruf des Dschungels. Ach Mensch, und hier in dieser Szene, da ist der Ruf des Dschungels deutlich lauter. Also Leute, ein bisschen mehr Disziplin, ein bisschen mehr Dschungel hier. Fängt beides mit D an. Ich glaube, wenn du zweimal in die Hand klatscht, Kim, dann geht der Dschungel wieder an. Welcome to the Dschungelgeräusche. Ja. Professionality out. Okay, Kim, so viele Fragen. Warum behaupten die, das Video spielt im Regenwald, wenn es doch offensichtlich nicht so ist? Wo bekommt dieser Ventilator hier seinen Strom her? Und weißt du, was ich langsam auch noch für einen Verdacht habe? Ich glaube, dass das hier noch nicht mal eine echte Sprache ist. Also machen wir uns mal nichts vor, ja? Diese Videos da, denen du da auf der Spur bist, sind offenbar ziemlicher Fake und scheinbar ziemlich überzeugender Fake. Denn vor ein paar Jahren ist mal ein Pärchen verhaftet worden. Die haben nämlich genau solche Videos gedreht und haben dann angeblich Tiere im Wald gejagt, und zwar Wildtiere. Und dann kam die Polizei vorbei und sagte, entschuldigen Sie mal bitte, es ist vielleicht verboten, Wildtiere zu fangen, lassen Sie sich mal bitte verhaften. Und dann sind die verhaftet worden. Ja gut, aber sie haben ja dann später zugegeben, sie haben die Tiere gar nicht gejagt, sondern die haben die irgendwo auf einem Markt gekauft und wirklich wissen, was sie da gegessen haben, das hatten sie auch gar nicht gewusst, weil sie wohnen nur am Dschungel, aber nicht im Dschungel. Was ich aber noch interessant finde in dieser Meldung, ist, dass dieses Pärchen zugegeben hat, dass sie mit dem Video ganz gute Einnahmen gemacht haben. Ne? $500 haben sie ja offenbar schon verdient durch Google-Werbung. Scheint sich also ganz schön zu lohnen, dieses Geschäft. Denn wie hoch ist der kambodschanische Mindestlohn? Der Mindestlohn liegt bei so um die 50 Euro und der Durchschnittslohn... Ja, da sind $500 schon ein bisschen mehr. Der Durchschnittslohn im Monat liegt so eher so um die 100 Euro. Ja, guck mal, da kannst du mit so einem Video, wenn du $500 verdienst, mal schön ein halbes Jahr über die Runden kommen. Kann man ihnen dann nicht verübeln, dass sie so eine Baggercrew engagieren, um damit für 3 Tage ein Loch auszuheben. Und dann, liebe Kim, nichts gegen dich, gab es auch noch richtige Journalisten, die mal in den kambodschanischen Dschungel gefahren sind und diese Kanäle ausfindig gemacht haben. Zumindest einen davon, und zwar so einen Cooking-Kanal. Und Raphael, unser bester und einziger Redakteur, erzählt uns jetzt, was es damit auf sich hat. Anand, du und deine Kollegen haben einen der Primitive Technology Channel gefunden und besucht. Die sind irgendwo mitten im Dschungel, irgendwo mitten im Nirgendwo. Wie habt ihr es geschafft, zu den
Kontakt aufzunehmen. Do some research and find one. Ja, wir haben recherchiert und einen Kriminalfall gefunden, der mit einem dieser Kanäle zu tun hat. Angeblich haben sie geschützte Tierarten in ihrem Video gekocht. Glücklicherweise hat einer meiner Kollegen in der Vergangenheit in Kambodscha gearbeitet und konnte dann über ein paar Ecken diesen Kanal kontaktieren. Get in touch with them. Your team visited. Ihr wart ja dann beim Drehort und bei den Produzenten von diesem Video. Wo hat es euch dahin verschlagen? It wasn't really in the middle. Es war nicht wirklich in der Mitte des Dschungels. Es war ein Ort in der Nähe des Mekong-Flusses, etwa 2,5 Stunden außerhalb der Hauptstadt Phnom Penh. Das müssen wir uns anhören, wie er das sagt. Phnom Penh. Die Produktion ist schon ziemlich hochwertig. Die haben ein großes Haus gebaut, einfach nur als Teil ihrer Kulisse. Das Haus war aber leer, es war nur eine Requisite. Wird in diesen Videos eigentlich betrogen, zum Beispiel beim Kochen? Nee, betrogen wurde bei diesen Videos nicht, also zumindest nicht bei den Dreharbeiten, bei denen wir dabei waren. Das war ein ziemlich normales Kochvideo, aber ich denke, das ist bei anderen fragwürdigeren Videos anders, wo es so aussieht, zum Beispiel, als würden sie Tiere jagen. Und ich glaube, in den meisten Fällen sind das einfach nur Tiere, die sie im Laden gekauft haben. Und ich bin sicher, du hast dir auch schon die Primitive Construction Videos angeguckt, wo sie ein unterirdisches Schwimmbad mit ihren bloßen Händen bauen. Also diese sind ziemlich sicher nur fake. Ich denke, es ist einfacher, was zu kochen, als einen unterirdischen Pool zu bauen. Deswegen muss man das nicht faken. Wir haben einen Bericht gefunden, dass der Kanal, den ihr entdeckt habt, $500 im Monat mittels Google-Werbung verdient. Habt ihr mit denen auch über Finanzielles gesprochen? Ja, die haben uns gesagt, dass sie über 10.000 US-Dollar pro Monat verdienen. Und das ist in einem Land wie Kambodscha sehr viel. Davon ab ist ja auch eigentlich generell sehr viel. Ich glaube, wir haben alle wichtigen Punkte besprochen. Das war's. Also, vielen Dank für deine Zeit. Thank you so much for your time. Same. Ja, lass mich wissen, wenn du noch Fragen hast. Great. Großartig. Thank you. Danke. Okay, danke. Thanks. Hey, ich komme mir vor wie bei Arte. Und ich hoffe jetzt für euch, dass ihr ein Ei in die Kommentare gepostet habt, damit die Kim glücklich ist. Ja, jetzt müssen wir eine Überleitung zur Katze finden. Denn wie immer am Ende dieses Videos gibt's auch noch Ei... Eine wilde Katze. Du hast meine Ei-Überleitung gar nicht mitgekriegt, Kim. Ei, eine Katze. Und wenn ihr uns auch Katzen schicken wollt, dann könnt ihr das über Instagram gerne tun. Und nicht essen die Katzen. Nein. Stattdessen schaut euch doch ein Funkvideo an und vielleicht noch eins von uns. Bitte schneiden, bitte Dschungelbräuche einspielen. Ja, war schon viel Schönes dabei. Professionality out.